Der Nuklear- und Magnettechnik-Spezialist Bill Fingernöll ist nach DIN EN 1090 in der höchsten Ausführungsklasse EXC4 zertifiziert. Wie er die umfangreichen Dokumentationspflichten ohne Excel-Tabellen und ohne Papierwust erfüllt, erfahrt ihr in diesem Video. Sicherheitskomponenten für den Neubau von Kernkraftwerken, Verfahrenstechniken zur Behandlung von radioaktiven Abfällen sowie der Rückbau von kerntechnischen Anlagen. Teilchenbeschleuniger und Fusionsforschung mit Fokus auf Kryo-, Magnet-, Vakuum- und Supraleittechnik. In diesen Hightech-Feldern steht ein Name weltweit für Know-how, Sicherheit und Qualität. Bill Fingernöll. Hochwertige Schweißnähte herzustellen, ist in den Geschäftsfeldern von Bill Fingernöll längst nicht ausreichend. Vielfältige Zertifizierungen erfordern umfangreiche Dokumentationspflichten. Das weiß auch Schweißspezialist Steve Möller. Dazu gehört eben, dass wir wissen, wann der Schweißer welche Naht wo geschweißt hat, mit welchen Parametern, ja, um einfach da auch für uns sicher zu gehen, dass dort keine Fehler aufgetreten sind. Bisher haben wir das eben immer mit einer Tabelle gemacht. Da musste der Schweißer nach jeder Schweißung die Parameter vom Schweißgerät abschreiben, mit Datum versehen, seinen Namenskürzel oder seiner Schweißernummer. Und ich musste das eben am Ende dann gegenzeichnen. Diese umständliche Vorgehensweise ist bei Bill Fingernöll in Würzburg längst Geschichte. Dank des Schweißmanagementsystems EWM XNET. Die Zeichnungsnummer, wo die Schweißnähte drauf sind, ist mit einem Strichcode versehen. Die WBS ist dank XNET bereits mit einem Strichcode versehen, sodass er nur noch die Nähte, so wie er sie schweißen möchte, einscannen muss und dann sich um nichts weiteres kümmern muss, sondern sich wirklich auf das, wofür er eigentlich da ist, ja, sich auf die Schweißungen konzentrieren, ohne den lästigen Bürokratieaufwand im Hintergrund. Verwaltungsaufwand minimieren ist längst nicht die einzige Aufgabe von EWM XNET. Es geht nicht zuletzt um die Qualitätssicherheit. Der Schweißer muss sich anmelden am Schweißgerät. Somit sind seine Qualifikationen hinterlegt. Und dadurch, dass er die WPS einscannt, sind auch gleich die Parameter im Schweißgerät mit eingestellt. Und er kann sich nur in denen Bereich bewegen, die ich ihm freigegeben habe als Schweißaufsicht. Das funktioniert perfekt mit allen geeigneten EWM-Schweißgeräten. Aber nicht nur. Mit dem XNET Universal-Logger können Schweißgeräte aller Hersteller in das System eingebunden werden. Außerhalb des Werksgeländes, beim Kunden auf der Baustelle, funktioniert das ebenso. Die Anbindung an den XNET-Server erfolgt über Mobilfunk. Ist dieser am Arbeitsort nicht verfügbar, werden die Parameter automatisch lokal im Gerät gespeichert. Auf einer übersichtlichen Web-Oberfläche werden alle Daten zusammengeführt. Sie stehen der Schweißaufsicht unmittelbar zur Verfügung. XNET erleichtert mir das schon extrem, weil ich mich darauf verlassen kann, dass ich weiß, dass die Parameter korrekt aufgezeichnet sind, dass ich genau weiß, wann geschweißt wurde, wo geschweißt wurde. Und vor allem kann ich dann später auch noch nachvollziehen, falls doch Probleme aufgetreten sind beim Schweißen, kann ich das später mir am Arbeitsplatz anschauen und dann gegebenenfalls da spezielle Prüfungen noch mal veranlassen, um sicherzustellen, dass wirklich nichts mit der Schweißnaht ist. EWM XNET bietet Bill Fingernöll schon heute einen messbaren Mehrwert in der gesamten Wertschöpfungskette des Schweißbetriebes. Doch die Planungen gehen weiter. Wir werden auf jeden Fall XNET noch stärker bei uns in die Fertigungsprozesse einbinden, um eben noch effizienter zu werden. Zum Beispiel bei unserer Werkstattleitung nutzt die Daten jetzt auch, weil XNET nicht nur Schweißparameter aufzeichnet, sondern auch die ganzen Verbräuche an Gas, Strom. Und somit kann dann auch die Werkstattleitung einfacher eine Nachkalkulation betreiben, um eventuell an gewissen Stellschrauben noch zu drehen, um noch effizienter zu werden, um noch Kosten einzusparen, ohne dass die Qualität darunter leidet. Denn für uns bei Bill Fingernöll steht die Qualität immer im Vordergrund.